Herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu Horse Hotel. Guck mal, Facebook oder irgendwas von mir. Weg damit. Und wir sind hier wieder in Horse Hotel und haben gerne neuen Targets. 1010 haben wir. Oh, guck mal, da gibt's Coins. Und wir haben hier ein super süßes Pferdchen gestern bekommen. Gucken wir uns gleich nochmal an. Vorher muss ich hier noch die ganzen Sachen einsammeln. Ich brauche die Kohle, ne? Und ich brauche auch das ganze andere Zeug hier. Ich brauche das alles. Wen haben wir denn hier Neues? Schauen wir sie uns mal an. Lady, ne? Oh, ist sie nicht cute? Ja, sie ist auf jeden Fall sehr cute. Was sind meine Aufgaben für heute? Ich muss mich einen Tag lang um Lady kümmern. Mission abgeschlossen, fertig. Jawohl, Wasserdruck, Banane, verfüttere Möhren. Ja, das können wir mal machen. Wir gehen mal hier eine Runde Bananen verfüttern. Wie geht's dir eigentlich? Lady hat eigentlich alles, was sie braucht. Energie. Ja, pass auf, dann machen wir erstmal den Wasserdruck. Wir müssen jetzt hier intelligentes Ding machen, das Spiel. Und zwar füllen wir erstmal den Trog auf. Vielleicht kriegen wir dann eine neue Aufgabe, die uns sagt, okay, mach Dressur und danach brauche ich auch noch dann dafür die Banane und so, damit ich das alles so voll sinnvoll, versteht ihr? Verteilen kann meine Aufgaben, damit sie mit den Missionen zusammenpassen, ne? Damit ich die Aufgaben mir so arrangiere, dass ich hier immer beende den Tag dreimal. Okay, das werde ich jetzt so schnell nicht schaffen. Das ist schade. Das ist mein ganzes Prinzip gerade dahin. Oh nein, das wollte ich nicht. Warte mal, dann lass uns mal sie angucken. Und dann kriegt sie halt jetzt... Sie hat ja Energie, warte mal. Was machen wir denn? Machen wir einmal eine Kraft, braucht man dafür, ne? Warte mal. Banane stellt was wieder her? Das brauche ich für... Ja, Gesundheit ist doch ganz gut. Okay, komm hier. Nimm mal eine Banane, Lady. Oh. Das Geld aufgetaucht. Die Gesundheit verändert sich nicht. Naja, klar, Lady ist ja ganz, ganz gesund. Was soll sich da auch großartig verändern? Okay. Vergrößere deine Koppel einmal. Ja, das können wir bald machen. Dann wird ja eine Möhre hier die Koppel, können wir nämlich bald hier vergrößern, indem wir den Kratzbaum freischalten für 1500. Da müssen wir uns aber so ein bisschen ranhalten hier. Mit Geld verdienen und so, damit wir das schaffen. Aber das werden wir mal schauen, ob wir das die Folge noch hinbekommen. So, wie geht's denn dir? Ne? Jockey ist ja auch noch hier. Aber Jockey scheint es auch ganz gut zu gehen. Ne? Aber Jockey muss noch seine Medizin bekommen. Jockey, wie geht's dir heute? Alles okay? Oh, sieht ganz gut aus. Sehr gut, das heißt, er ist soweit fertig. Ich würde mir mal gerne so anschauen, wie sie... Ne, wie ihr Reinigungszustand ist. Also ob wir das machen müssen oder nicht. Da habe ich jetzt immer keine Information darüber. So, komm schon hier. Komm schon. Okay, erst rein. Das Gesicht noch ein bisschen pflegen. Wundervoll. Und den Schweif. So, können wir auch noch ein bisschen machen. Das geht schon hier. Pflege verändert sich nicht. Ja, okay, alles klar. Das heißt, wir sind ja nicht fertig. Du kannst nochmal eine Karotte vertragen, oder? Dressur. Ja komm, dann gehen wir erstmal Dressur machen. Machen wir eine Runde Dressur mit Jockey. Weil es so spaßig ist. Damit sich die Karotte auch lohnt. So, okay. Jawohl. Spanischer Tritt, Alter. Ich weiß, dass es spanischer Schritt ist, Leute. Ich weiß das auch. Ich mache das doch immer, den Scherz. Sehr gut. Da habe ich jetzt vergessen, wie das heißt. Ich müsste ja eigentlich das alles noch wissen von Appassionata. Wenn ihr das nicht gesehen habt bei mir, Leute, guckt euch Appassionata an bei mir auf dem Kanal. Richtig, richtig tolles Spiel. Auch mega schön. Geschick verändert sich nicht. Also die sind ja alle schon voll geschickt und voll gesund und alles. Ich verfüttere hier die Sachen einfach nur zum Spaß. Hier, Jockey, ziehst du ja rein, Alter. Also, nur damit hier meine Aufgaben voll werden. Oh, da ist noch eine Banane. Geiler Scheiß. So, Bernetag dreimal, vergrößere deine Koppel, das werden wir so schnell schaffen. Sammle 5 Gegenstände, ja, da habe ich doch jetzt auch schon. Da habe ich doch schon mindestens hier, da, warte mal. So, da hinten ist noch was. Ein Gegenstand. Wo haben wir denn noch was? Gibt es da noch was? Na, gerade nicht, ne? So, jetzt schauen wir mal. Ich habe jetzt gerade schon ein, zwei Sachen hier eingesammelt. Normalerweise... Reicht es ja immer, wenn man hier wartet. Ah, eine Banane. Und ein Apfel. Und noch ein Apfel. Hä, zählt das nicht? Müssen das Bananen sein oder was? Zählt ein Äpfel nicht? Warum zählt ein Äpfel nicht? Ah doch, fertig. Supi.
250, ja, Jesus Christus, jetzt können wir die Koppel vergrößern. So, und jetzt kaufen wir uns hier mal dieses gute Stück, den Kratzbaum. Jawohl, und schon haben wir die Koppel vergrößert. Schau, wie geil das ist. Fütter ein Brot, beende den Tag dreimal, absolviere einmal Bodenarbeit. Ja, komm, dann nehmen wir unser neues Pferdchen und absolvieren mit ihm einmal Bodenarbeit. Ne, mit Lady machen wir das. So, Lady, komm. Einmal Bodenarbeit, habe ich gesagt. So ein bisschen longieren, ne? Ja, komm, los. Ding und los. Also eigentlich wäre es so ein bisschen longieren. Da fehlt mir die Longe, aber ist auch okay. Wir können auch einfach vom Pferd herlaufen und das folgt uns. Und ab und zu drücken wir ein bisschen in sein Gesicht. Das ist doch auch okay. Und auf die Beine und auf den Rücken. Ich drück da ja gern mal ein bisschen hin, ne? Das ist schon okay. Ich denke, Lady ist ja auch ganz begeistert. Huch, da habe ich... Oh, ja, Entschuldigung, Lady. Das ist ein Fail von mir. Da bin ich aufgepasst. So. Sehr gut. Einmal umdrehen und dann nochmal zurück. Dasselbe bitte. Aber das passt schon, ne? Lady macht das schon ganz gut. Ein sehr, sehr gut trainiertes Pferd. Da haben wir gar kein Problem. Oh, da Phasing Sounds. Das ist echt ein bisschen... Da haben wir nicht ganz gut aufgepasst hier, was das, den Ton angeht. Sehr gut. Das ist echt brav. Das Pferd hat dann Vertrauen gewonnen. Ja, das ist ja wichtig. Wichtig, dass das Pferd dann Vertrauen gewinnt. Können wir Vertrauen noch irgendwie... Da können wir noch ein bisschen so... Ne? Oh, ein Apfel. Also, da muss ich kurz mal aufhören, das Pferd zu kraulen. Weil ich den Apfel im Hintergrund einsammeln muss. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Einmal Zucker bekommen. Wundervoll. So muss das nämlich. Okay. Da kriege ich noch was. Springt hier noch was raus aus dem Fell. Münzen. Sehr gut. Und sonst noch irgendwas? Kriege ich noch einen Apfel oder eine Birne oder so? Oder ein Brot? Vielleicht ein Brot? Nein. Kein Brot für mich. Kein Brot für Peggy. Wieso nur? Ah, da war tatsächlich ein Brot im Popo. So. Aus dem Pferdehintern zieht der Peggy ein Brot. Das ist schön. Aber ich dachte, das schafft Vertrauen. Ach, Mist. Ich dachte, das schafft Vertrauen. Hier, nimm das Brot. Ah, also Brot schafft Vertrauen. Aber nicht so viel, ne? Das ist ja interessant. Also merkt euch das fürs Real Life, Leute. Brot schafft Vertrauen. Also wenn ihr wollt, dass euch jemand vertraut, bietet demjenigen ein Brot an. Dreimal Bodenarbeit, Bernetag dreimal, verdiene 500 Münzen. Okay, Bodenarbeit dreimal, so habt kein Problem. Da können wir nämlich hier wieder Lady benutzen, weil sie braucht eh noch ein bisschen Vertrauen. Oh, da hinten war Geld. Jetzt habe ich das Geld nicht mitgenommen. Das ist ja sehr schlecht. Okay, nochmal Bodenarbeit, aber jetzt richtig. Ja, komm, los geht's. Ich klicke. So, hier. Und dort. Und dann klicke ich noch auf einen anderen Ort. Und zwar, wohin? Auf den Kopf. So, und aufs Gelenk. Das sind immer dieselben Sachen. Ich muss immer die gleichen Orte klicken. Aha. So ist es also. Lasst euch von der Maus hier nicht stören. So, tschack. Na, wo darf ich da? Auf die Stirn. Und aufs Hintergelenk. Das Hintergelenk. Wer kennt das nicht? So, okay. Und hoch. Den Hals. Alles klar. Wunderbar, wunderbar. Katze, was ist los? Meine Katze sitzt gerade hier auf meiner Schulter und guckt ganz strange in das Pferdegesicht. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was sie hat. So, da einmal die... Komm, das Geld nehme ich mit. Ah gut, egal. Komm, wir machen nochmal Bodenarbeit. Wir müssen ja eh dreimal machen. Und Lady ist dann noch nicht fertig hier. Ne? Die muss noch ein bisschen... Ah ja, ich weiß schon. Lady, du willst... aber du musst. Danach darfst du dann wieder auf die Wiese an den neuen Kratzbaum, den ich dir hingebaut habe, darfst dann spielen. Aber vorher müssen wir noch ein bisschen Bodenarbeit machen, bis du keine Energie mehr hast. Okay, warte mal, wir machen das jetzt, die letzte Bodenarbeit hier mit Lady. Weil sonst ist sie ja total energielos. Das möchte ich ja nun auch nicht. Obwohl, dann kann ich sie für heute ruhen lassen, aber ich will sie nicht komplett kaputt machen. Das ist, glaube ich, nicht so im Sinne unseres und auch nicht des Besitzers. Wir sollen uns ja gut drum kümmern und nicht hier das Pferd aufarbeiten. Was haben sie mit meinem Pferd gemacht? Das ist ja total kaputt.
dann sag ich sowas. Ich hab, oh, das ist süß. Ich hab das nur ein bisschen trainiert. Nur ein bisschen trainiert. Und jetzt auch das Vertrauen voll. Ne? Also von dem her, guck mal, Lady vertraut mir einfach. Schön, schön. Das ist schön von dir, Lady. Freut mich sehr. Ja, da muss ich da hinten nochmal einmal einsammeln. Und da nochmal einmal einsammeln. Und dann hier nochmal irgendwas bestimmt einsammeln. Da gibt es noch ein Müsli-Riegel, da gibt es noch einen Apfel. Ganz fantastisch. So, und jetzt nochmal einmal Bodenarbeit hier. Mit unserem Jockey. Der kann das ruhig mal auch vertragen. Ne, Jockey? Guck mal, warum hast denn du eigentlich keine Energie mehr? Hast du beim Schlafen nicht irgendwie Energie aufgeladen? Ist dafür nicht der Schlaf da? Na komm, Face. So. Und auf den Kopf. Und aufs Gelenk. Ja, komm schon. Und los, los. Los geht's. Los, los. Ja, ich bin sehr begnadet, was das angeht. Okay. Du läufst so schön. Man kann, wenn ich mir vorstelle, ich müsste die ganze Zeit vor dem Pferd rückwärts laufen. Eieiei, so gut rückwärts laufen kann ich gar nicht. Da stimmt ich hinfallen. Habt ihr mal versucht, schnell rückwärts zu laufen? Leute, macht das mal. Geht mal raus und versucht mal schnell rückwärts einmal durch den Garten zu rennen, wenn ihr habt. Ansonsten irgendwie auf dem Weg zur Schule, in die Arbeit, sonst wohin. Oder beim Sport oder sowas, ne? Genau, irgendwo, wo ihr euch nicht großartig verletzen könnt. Sportunterricht oder sonst wo. Ist ja eine gute Möglichkeit. Versucht mal schnell rückwärts zu laufen. Das ist richtig strange. Das ist ein ganz komisches Körpergefühl. Anstrengend und... Aber fallt bitte nicht hin. Tut mir den einen Gefallen und fallt bitte nicht hin. Ja, das wäre mir wirklich ein Anliegen. Sehr gut. Jetzt haben wir das auch geschafft. Wir beenden mal den Tag. Ich glaube, wir sind für heute fertig. Die Pferde brauchen Futter. Ach so, stimmt. Diese Arbeit muss ich jeden Tag machen. Hatte ich jetzt schon fast vergessen. Fast die Bedürfnisse der Pferde vernachlässigt. Oh, und das hier schon an meinem dritten Tag. Das ist nicht so gut. So, komm, zaubere dich, oh du Heu aus dem, oh du Stroh aus dem unteren Regionen. Das Ding ist hier des Stalls. So, da ist auch der Tag zu Ende. So, und wir haben hier Level 5 erreicht, oh, meines Player Scores. Aber wir sind hier am nächsten Tag. Ne, wir sind gar nicht. Sind wir am nächsten Tag? Hä? Moment. Tag 4? Was gerade Tag 3? Ich dachte, ich kriege eine neue Aufgabe oder sowas. Ich dachte, ich hätte eine neue Mission. Bin Tag 3 mal. Nee, das war noch gar nicht Ende. Hä? Ja, was waren denn Ditte jetzt? War das ein bisschen buggy hier? Ja, guck mal, ich habe den Tag gar nicht beendet. Ich beende nochmal den Tag, okay? Moment. Ja, neue Mission. Der alte Besitzer von Lady hat das Pferd vernachlässigt. Sorge dafür, dass Lady prächtig geht bis... Ja, Moment, aber Lady ist doch schon... Was? Lady ist doch schon hier. Jetzt habe ich zwei Ladies? Nein, oder? Ist das dieselbe Lady? Leute, was ist denn hier los? Wo kommt die Salbe drauf? Ah, einfach so, irgendwo hin. Ah, gib dem Pferd dreimal Medizin. Jetzt habe ich zwei Ladies. Das ist Lady 1, ja? Und das hier, das da hinten, die da so wild rumturnt, das hier, das ist Lady 2. Das ist ein bisschen, ich habe halt Ladies hier, das ist halt so. Oh Mann. Okay, klar. Gut, dann schauen wir uns das mal an in der nächsten Folge, den nächsten Tage. Oder wir sehen uns vielleicht in einem kleinen Stream von Horse Hotel. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht es gut und tschüss.